Willkommen, schön, dass Sie dabei sind beim DAX-Check heute am Montag. Wir starten in die neue Handelswoche. Thomas Bergmann bei mir. Richtig. Hallo, und wir starten mit Verlusten, deutlichen Verlusten. Ja. Wir werden es gleich wieder sehen. Es waren jetzt gerade zuletzt um die 220 Punkte. Mal gucken, ja, es ist ein bisschen weniger geworden, aber immer noch 180, wenn ich das richtig erkennen kann, die wir gerade verlieren. Also minus von 1,3% im Moment. Warum sieht es wieder so düster aus? Ich meine, die Amerikaner haben uns am Freitag schon, oder sind am Freitag mit negativen Vorzeichen aus dem Handel gegangen. Die ganze Woche war, auf also Wochensicht gesehen, war beim Dow negativ. Naja. Coronavirus hat sich weiter verbreitet. War das mit der ausschlaggebende Punkt? Also würde ich schon sagen, dass das mittlerweile die Börsianer beunruhigt, weil es wird wohl oder übel Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben. Ich glaube, 40 Millionen Chinesen sind mittlerweile unter Quarantäne. Man verlängert die Ferien um 3 Tage. Man macht viel und das ist sehr gut. Also wie China da vorgeht. 80 Tote, klar kann man sagen, meist Ältere, die ohnehin schon krank waren. Aber trotzdem kann sich das, wenn sich das noch weiter ausbreitet und vor allem in dem Tempo ausbreitet, kann das schon Auswirkungen haben auf die chinesische Wirtschaft. Das hat mit Sicherheit dann keine guten Auswirkungen auf die Europäer und die Amerikaner. Und noch ist ja auch nicht sicher, dass es sich nicht weiter auf andere Kontinente verbreitet. Naja, das wird sich nicht ausschließen lassen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es extrem wird, aber klar muss man erstmal abwarten, wie sich das Ganze auf die Wirtschaft auswirkt. Und die Anleger reagieren dementsprechend vorsichtig, zurückhaltend. Der DAX jetzt wieder zurück in der Schiebezone. Genau, in der Schiebezone sind wir jetzt wieder drin. Wir sind zwar am oberen Rand wieder, wir haben es gerade gesehen, 13,4, da sind wir jetzt wieder dran. Aber klar, wenn wir da wieder zurück reinfallen, dann kann es natürlich auch mal eine Konsolidierung im Bereich 13.000 geben. Nochmal, das hängt, glaube ich, jetzt viel an der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus. Andererseits haben wir natürlich die Woche sehr viele Zahlen. Wenn die natürlich dann auch noch ein bisschen nicht ganz die euphorischen Schätzungen treffen, dann sind wir ganz schnell bei 13.000 wieder. Also da braucht man kein großer Experte sein. Mhm. Auf der anderen Seite, die Zahlen waren bislang alle durch die Bank recht gut. Ich kann mir vorstellen, dass auch die großen Tech-Aktien, Apple ist morgen, Amazon kommt noch, Facebook, dass sie schon sehr gute Zahlen liefern werden. Aber ja, nochmal, man weiß nicht, wie jetzt sich dieser Virus auf die Geschäfte auswirkt. McDonald's hat viele Filialen geschlossen in China. Starbucks hat viele Filialen geschlossen. Das kann sich schon auswirken. Ja. Ihr seid aktuell auch in der Seitenlinie und bleibt erstmal bis da ein bisschen mehr Sicherheit. Ja, ich hatte am Freitag noch gesagt, wo wir kurz vorm Allzeithoch standen, wollen wir jetzt noch reingehen. Aber dann kamen ja die Amis schon zurück und dann konnte man sehen, ui, das wird eher kein schöner Tag. Und dass es natürlich heute so aufmacht. Ja, nach den Verlusten am Freitag und heute Morgen in Japan konnte man das schon einigermaßen absehen. Da sind wir es nochmal, 1,36% gerade das Minus, knapp unter 11.400 Punkten. Das war's erstmal für heute, wir schauen morgen wieder drauf. Würde ich sagen. Danke für heute, wir sehen uns auch wieder, wenn Sie mögen, morgen um 9.30 Uhr. Machen Sie es gut.